Extraherz, das Studentenmagazin. Unser Thema heute, das Kindermusikfest. Ein kleiner Einblick auf die Highlights und der Tag aus der Sicht eines Kindes. Kennt ihr das? Quengelige Kinder, denen langweilig ist? Und dann sind die Mütter teilweise so gestresst und sollten das Kind noch irgendwie unterhalten, dass es für beide Parteien ein halbwegs guter Tag wird. Natürlich ist das nicht immer so, aber manchmal, da gibt es so Tage, da wünscht man sich als Mutter ein klein wenig mehr Unterstützung und ein bisschen Entspannung. Stellt euch vor, an diesem Tag ist auch noch Muttertag. In dieser Hinsicht hat sich die Hochschule für Musik am Schloss Gottesauer etwas ausgedacht. Das Kindermusikfest. Hier standen diesmal nicht die Studenten im Vordergrund, sondern die Kinder. Als Auftakt gab es im neu entstandenen Campus Bonn natürlich ein Begrüßungskonzert für die Kinder. Später konnten sich die Mamis an ihrem Muttertag bei Kaffee und Kuchen im Musikcafé entspannen, während die Kinder in verschiedenen Räumlichkeiten einiges angeboten bekamen. So konnten sie im Genuizsaal verschiedene Instrumente sich erklären lassen und selbst ausprobieren. Was natürlich an so einem Event nicht fehlen darf, ist das beliebte Kinderschminken. Karlsruhe, Schloss Gottesaue. Normalerweise sind hier nur Studenten unterwegs. Doch heute werden die Türen mal für ganz andere Gäste geöffnet. Das Kindermusikfest ist eine Veranstaltung, die die Hochschule für Musik macht, für Kinder speziell. Und zwar mit ganz vielen Veranstaltungen rund ums Schloss Gottesaue auf dem neu gestalteten Campus One. In allen Gebäuden und Räumlichkeiten, angefangen von einem Konzert, von Kinderoper, von Mitmachaktionen wie Tanzworkshops, Erlebnismusik, Singen für Kinder und ganz viele weitere Überraschungen. Damit die Kinder ein Gespür für Musik bekommen, zeigen die Studenten der Musikhochschule im Eröffnungskonzert, was sie können. Beim Kindermusikfest geht es nicht nur ums Zuhören. Die Kinder sollen Musik auf verschiedene Art und Weise erleben und ausprobieren können. Dort können Kinder einfach Instrumente anfassen, lernen, was ist das überhaupt. Und das ist auch ein ganz spannendes Konzept, um Kindern eben Musik nahe zu bringen und damit sie auch die Instrumente einfach mal ausprobieren dürfen und dann überlegen können, möchte ich vielleicht das ein oder andere Instrument selber lernen. Aber Instrumente allein reichen nicht aus, um Kinder zu überzeugen. Lustig muss es schon auch sein. Der Fisch. Und nicht nur das Clown-Duo bringt Kinderaugen zum Leuchten, denn der Tag steht unter dem Motto, heute werden Märchen wahr. Das Besondere an der Kinderoper Der gestiefelte Kater ist, dass sie von Studenten aufgeführt wird. Die Kinder werden dabei voll eingebunden. Also der gestiefelte Kater ist so ein Typ, der weiß alles, der ist total raffiniert und ein kleines Schlitzohr und er mogelt sich so durch, aber am Ende kommt für alle was Gutes dabei raus. Von daher ist er auch die Identifikationsfigur für die kleinen Zuschauer, genau, weil er so der Spielemacher ist. Doch nicht mal der cleverste Kater bekommt so viel Aufmerksamkeit wie er, Kika-Moderator Juri Tetzlaff. Er moderiert das Highlight des Kindermusikfestes. Bei The Voice of Campus One, da ist es sozusagen eine Castingshow. Es gibt eine Jury, die besteht aus Professoren der Hochschule. Die bekommen aber Unterstützung von Kindern aus dem Publikum, Juryassistenten. Und es gibt 10 Kandidaten, die sozusagen das ganze Spektrum der Hochschule für Musik hier in Karlsruhe abdecken. Die Künstler treten nicht alleine auf, sondern sie sollen auch noch mit einem Kind gemeinsam etwas auf der Bühne machen. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, wenn wir eben die ganze Familie einladen wollen zum Kindermusikfest, dann muss es ja auch was für die Mütter geben. Und da war unsere Idee natürlich, dass sie, wenn sie sich gut gehen lassen bei Kaffee und Kuchen, haben wir auch uns vorgestellt, dass auch einfach die Mütter, wenn sie in Ruhe sitzen wollen, auch auf unsere nette Kinderbetreuung zurückgreifen können, die wir vorbereitet hatten mit Spieltieren und so weiter. Also, dass man mit den Kindern was erleben kann, aber wenn man Lust hat, auch mal ohne das Kind was erleben kann.
Nach einem bunten Tag kehrt auf dem Campus der Musikhochschule wieder Ruhe ein. Und ab morgen geht der Studentenalltag weiter. Wow, also wenn ich so etwas als Kind miterlebt hätte, dann hätte ich mir das täglich gewünscht. Aber es wurde ja noch mehr angeboten, denn es gab weitere Attraktionen, wie zum Beispiel der Luftballonkünstler und die Clowns. Und wer Lust auf Trommeln hatte, konnte beim Cajon-Workshop mitmachen und ein tolles Trommellied einstudieren. Wem so richtig schwindelig werden wollte, konnte sich auf dem Karussell den Kopf verdrehen lassen. Den Kopf verdrehen lassen. Besser gesagt, sich den Kopf verdrehen lassen. Denn das hatte jemand ganz Besonderes gemacht. Und zwar Juri Tetzlaff. Der Kika-Moderator und gebürtige Karlsruher hat nämlich im neuen Gebäude Campus One The Voice of Campus One moderiert. Wie das aber alles abgelaufen ist, wird euch jetzt aus Kinderaugen erzählt. Heute ist Muttertag. In der Hochschule für Musik Karlsruhe stehen aber ausnahmsweise wir Kinder im Mittelpunkt. Auf geht's zum Kindermusikfest. Doch um reinzukommen, muss ich erst noch bezahlen, mit einem Legostein. Den ganzen Tag gibt es hier so viele verschiedene Angebote für uns Kinder. Wo soll ich denn da als erstes hingehen? Da, das große neue Gebäude da, das sieht spannend aus und da strömen ganz schön viele Menschen hin. Alle laufen in den großen neuen Saal, auf der Bühne steht schon das Orchester. Beim Eröffnungskonzert erklären uns die Moderatoren verschiedene klassische Komponisten und Instrumente. Lange genug gesessen. Jetzt schaue ich erst mal, was es alles zu entdecken gibt. Ein Clown, der Luftballontiere bastelt. So einen muss ich haben. Und hier oben? Schminken? Nee, da ist mir zu viel los. Da drehe ich lieber eine Runde mit dem Karussell. So viele Menschen. Was ist hier denn los? Die wollen bestimmt alle zu den Clowns. Wir sind zwei Musikanten und ziehen durch die Welt. Wir singen Frohlieder in Wald und Wies und Feld. Wir singen leise, wir singen laut. Jetzt habe ich aber auch mal Lust, was selbst zu machen. Im großen Saal, da kann man trommeln. Schade, ich bin zu spät. Alle Cajons sind schon belegt und das Stück ist schon einstudiert. Aber das klingt echt gut. Oh, den kenne ich doch. Ah, hallo, schön, dass du da bist. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns schon kennen. Ich bin der Juri aus dem Kika und ich führe heute so ein bisschen durch das Programm und werde nachher eine Castingshow moderieren, die heißt The Voice of Campus One. Und ich glaube, ich bin genauso aufgeregt wie du. Aufgeregt bin ich. Aber wohl eher, weil ich gerade mit einem Star aus dem Fernsehen gesprochen habe. Und die Show, die klingt richtig cool. Die schaue ich mir auf jeden Fall an. Jetzt suchen sich die Studenten Kinder aus dem Publikum aus. Die dürfen dann bei The Voice of Campus One mitmachen. Meine Freundin Alessia wurde ausgesucht. Da schaue ich mal, wie sie sich auf ihren großen Auftritt vorbereitet. Wir wollen uns als Köche verkleiden, dann wollen wir trommeln auf den Tisch, okay? Ja. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Hier kommt unsere Startnummer 10 zum großen Abend. Jetzt wird's ernst. Alessia auf der großen Bühne. Konnte sich einfach nicht entscheiden, wer gewinnen soll. Alle waren super und deswegen haben auch alle gewonnen. Das war ein richtig schöner Tag beim Kindermusikfest. Aber jetzt bin ich doch ganz schön müde.